Das ist Bonnie Stohl, 25, Sounddesigner aus Dresden. Im Workshop Everything is Better with Sound zeigte er den Film Memento Mori. Dadurch wollte er den Teilnehmern den Einsatz von Ton im Film näher bringen. Im Interview erzählt er uns, wie er zu Sound im Film gekommen ist. Es hat damit angefangen, ich habe früher mit meiner Schwester Kassetten gehört, also einen Kassettenrekorder. Und da haben wir natürlich immer gespielt, viel Radio gehört als Kinder. Und dann haben wir so angefangen, selber so Radiosendungen aufzunehmen auf so Kassette, so Kinder so irgendwie sind und rumspielen. Und ich habe später dann mal eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton gemacht in Berlin. Und da bin ich mit ganz viel Video, Film in Berührung gekommen und ich dachte mir, hey, das ist voll so dein Ding auch nochmal Sounddesign zu machen. Oh, oh, this is it. This is the end. And so a death we withdraw. Say no, 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 not that. Not yet, please. Ich habe Memento Mori für den Workshop gewählt, da das ein guter Film ist, um Sounddesign zu zeigen, dass man das wirklich auseinandernehmen kann. Bei Memento Mori geht es halt um die Angst einzuschlafen und wieder aufzuwachen. Und da haben wir halt natürlich geguckt, was für Symbole, Assoziationen wir haben mit Krähen, mit Glocken, mit Schreien und so weiter. Und das kann man wahnsinnig gut veranschaulichen und deswegen fand ich es sehr geeignet für den Workshop. Ich habe am Anfang des Workshops die Schlüsselbunde eingesammelt von den Leuten und jeder Teilnehmer musste sein Schlüsselbund erraten. Wir nehmen zum Beispiel Schlüsselbund, das ist ein typisches Beispiel, jeder hat ihn in der Hand irgendwie, jeder hört ihn, aber nicht bewusst, sondern unterbewusst, jeden Tag. Und das prägen wir uns natürlich ein. Das ist einfach so eine Übung gewesen, zu zeigen, hey, Ton wirkt sehr unterbewusst, prägt uns aber total emotional. Bonnie schaffte im Workshop genügend Raum für Diskussionen rund um den Einsatz von Geräuschen und Klängen im Film. Für ihn ist Bewegtbild ohne Sound einfach emotionslos und leer. Wichtig war Bonnie vor allem, dass die Teilnehmer selbst ein Gefühl dafür entwickeln, wie sie Töne im Film einbringen. So erhielten die Studierenden die Aufgabe, Geräusche aufzuschreiben, die sie mit bestimmten Alltagssituationen assoziieren. Wir haben gelernt, Sound ist ein wesentliches Element im Film. Denn Everything's better with sound. Everything is better with sound. Everything is better with sound.